Das ist Betty. Genau, wir setzen uns hin, wir können uns ja mit Abstand hinsetzen. Ein Vollblut-Jazz ist mal wieder hier. Jazz-Session hat wie lange jetzt nicht stattgefunden? Fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Man denkt auch Donnerstag nicht mehr dran, oder denkst du noch dran? Doch, eigentlich schon. Ja? Also vermissen tun wir es alle. Da bin ich hier gewesen. Im Moment könnt ihr nicht aktiv sein, aber vielleicht macht ihr was im Hintergrund. Also wir arbeiten ganz fleißig weiter an neuer Musik und haben schon fast eine neue Platte wieder zusammen geprobt. Oh, wow, schön. Genau, und wir schreiben die Tage jetzt Anträge für die Initiative Musik und gucken mal, dass das klappt. Und wollen dann eigentlich dieses Jahr noch eine Platte aufnehmen, eine neue. Das wäre schön. Was soll man sonst machen? Ja. Also spielen dürfen wir nicht. Das mache ich gleich nochmal. Novemberhilfe zum Beispiel, das ist dann für sich, sag mal so Hybridkünstler wie mich, die dann die Hälfte etwa übers Spielen erwirtschaften und den Rest übers Unterrichten, die haben dann keine Berechtigung für diese Hilfen, weil sie eben die Hälfte ihres Lebensunterhalts übers genau. Unterrichten abdecken und dann fällt man da direkt wieder raus. Und ich meine, bei mir hat sich das einfach mal summiert, ne? Zum Beispiel seit Mai, Juni, Juli, August, es waren 8, 9 Monate, ohne, wo die Hälfte des Einkommens fehlt. Ne? Ja. Also das ist dann auch am Ende doch ziemlich viel. Also, naja. Deswegen seid ihr ja nicht Musiker, um Unterricht zu machen, ne? Wir nennen das Analog-Elektro. Okay. Also das ist so, ja. Genau. Also im Prinzip elektronisch Musik live gespielt. Und tanzbar, absolut. Und tanzbar. Ich habe schon ganz oft danach getanzt, also genau. Wirklich zu empfehlen. Dann Moor. Genau, das ist ein Jazzquartett mit einer ganz tollen Sängerin und zwei sehr talentierten jungen Kollegen. Genau, Matthias Meyer, Max Hobohm, Maischa Perdewitz. Und das ist so, ich würde sagen, europäischer Jazz, so ein bisschen kammermusikalisch, ganz fein. Trio, genau. Das ist ein Klaviertrio, da spiele ich auch mit. Und auch dann gibt es noch diverse andere Bands. Stradas die Gitarra, das ist so ein Gypsy-Swing-Projekt. Genau, mit Arno Pünter, genau, auch Arno sehr, Pünter. Sehr dann toll. Dann gibt es die Black Bears Boogie Band, ja. Das ist ein normales Jazzquartett. Dann gibt es das Viktor Bürkland-Trio, da spiele ich auch noch mit. Dann gibt es noch ein Trio um die Saxophonistin Charlotte Jörges. Genau, und noch so ein paar Sachen. Also, gar nicht genau. Also ihr seht viele Bands, auch viele Vierer-, Dreier-Kombinationen. Also wenn jemand eine Firmenfeier hat oder so, gerne buchen. Ne? Genau. Deine tontechnische Ausbildung, kommt das jetzt deinen Bands auch zugute? Ich habe ja gesehen, du hast das School of Audio Engineering gemacht in Berlin. Oder bringst du dich da jetzt tontechnisch also nicht so ein? Das hat natürlich immer, besonders in so einem Produktionsablauf, hat das immer noch Vorteile, dass man dann sagen kann, Mensch, hier... Die Hi-Hat macht den IQ doch mal ein bisschen so oder so. Genau, sowas zum Beispiel. Sind wir eigentlich durch, ne? Sie sind durch, ja. Super.